Sagen wir mal. Rauchen Sie auch? Danke, nein. Sagen wir mal, leicht übertrieben. Es handelt sich doch bei Mabuse nicht um ein menschliches Wertobjekt, sondern um einen ziemlich üblen Verbrecher, der nur dadurch vom Galgen bewahrt blieb, weil er ins Irrenhaus gekommen ist. Wahnsinniger Verbrecher, weniger auf der Welt. Schweigen Sie! Sie haben keine Ahnung. Kein Mensch hat eine Ahnung, was für ein phänomenales, übermenschliches Gehirn mit Mabuses Tod aufgehört hat. Dieses Gehirn hat unsere ganze verrottete, zum Untergang längst reife Welt in Trümmer gelegt. Diese entgötterte Welt ohne Güte und Gerechtigkeit, die nur aus Egoismus, Gemeinheit und Hass besteht. Dieses Gehirn hätte eine Menschheit vernichtet, die selber nichts als zerstören und vernichten kennt, die nur durch Schreck und Entsetzen in letzter Stunde noch geläutert wäre. Mabuse, den Verbrecher? Mabuse, das Genie! Das geistige Vermächtnis Mabuses hätte die ganze polizeiliche Sicherheit der Welt aus den Angeln gehoben. Vermächtnis Mabuses? Sie sprechen von einem Vermächtnis Mabuses? Nein, ja. Selbstverständlich kein Testament im allgemein üblichen Sinn. Eine Niederschrift, Mabuses, die lediglich nur für den Arzt und für den Wissenschaftler von Interesse ist. Ich glaube, Herr Professor, Sie unterschätzen die Anzahl der Gebiete, für die ich mich interessiere. Da ist zum Beispiel ein Fall, der mir persönlich sehr nahe geht. Bei Ihnen ist doch heute früh ein Mann namens Hofmeister eingeliefert worden. Könnte ich diesen Mann sprechen? Ich bedauere unendlich, Herr Kommissar. Der Mann scheint unter dem Eindruck eines furchtbaren Schreckens zu stehen, den er ständig von neuem erlebt, sobald ein Mensch in seine Nähe kommt. Dann beginnt er zu singen, wie ein Kind, das sich im Dunkeln fürchtet, zu singen.